Hallo, liebe Mallorca-Fans. Hi. Wir hatten hier 5 wundervolle Tage in Filantich und in dieser schönen Finca, die riesengroß ist. Wir waren zu 12 gewesen und 2 Kinder. Und wir hatten ganz viel Platz, ganz viele Toiletten. Keiner kam sich in die Quere. Wir hatten einen riesen Tisch, wo wir jeden Morgen alle wunderschön bei Sonnenschein gesessen haben und gegessen haben. Und jeder hat mal gekocht und das war einfach super, weil wir ganz viele Kühlschränke hatten. Also ja, und dieser Megaplatz hier und dann gab es da noch eine Grillecke und Sonnenliegen und wir hatten alle richtig viel Spaß gehabt. Das Wetter hat mitgespielt, das Spaß im Pool jeden Abend, das Wasser ist total warm und das Wetter hat auch mitgespielt. Ja, und was gibt es noch so zu erzählen? Also hier gibt es auch ganz viele Sehenswürdigkeiten. Wir waren auf dem Berg, San Salvador, ganz hier nebenan. Das war auch schön für Wanderfreaks. Ja, und die Betten, das Geilste überhaupt war, was ich noch gar nicht kannte, ist, dass es eine riesen Bettdecke gibt, verteilt über das ganze Bett. Das hatte ich noch gar nicht gehabt. Und da konnten wir dann zu dritt liegen. Und dann gab es einen Turm. Da hatte mein Bruder geschlafen und jedenfalls hatte jeder seinen separaten Raum. Das war einfach toll gewesen. Ja, und dann konnte man sich noch die Matratzen hier hinlegen. Also wenn man sieht im Hintergrund, richtig abschön bei schönster Wärme und Sonnenschein. Und die, wenn einem zu warm war, konnte man dann halt die Sonnenschirme aufmachen. Jedenfalls war es einfach toll. Wir haben die Zeit hier genossen und wir würden auf jeden Fall hier nochmal hierher kommen, weil es einfach total toll war. Ja, also kommt hierher, genau in diese Finca. Ihr werdet echt super begeistert sein. Finca Jorca. Urlaub dir was.